Outrider, I have a request. There's an old geothermal power station we'd like to reopen, now that you've helped us gain a foothold in these mountains. With more sustainable energy, we could get this base back on its feet. As for your troubles, I happen to see one of those pods spin down into the lava pits up there. Two birds, one stone. Always happy to brave the cold for you, Dunham. Wenn sie schon von zwei Vögeln spricht, ich glaube, die werden gleich als erstes als Gegner kommen. Die haben mir schon öfters da größere Probleme bereitet. Ich glaube auch nicht, dass ich dieses Level schon geschafft habe. Vielleicht werde ich wieder aus der Map geschossen. Birds. Uff. Kommt er mit dir? Ja. Wo ist er? Da ist er. Ganz nahe. Wo ich ihn haben will. Genau da, wo ich ihn haben will. Hallo. Hallo. Bleibt noch ein bisschen. Ah ja. Dort? Yes, yes. Sehr schönes Ding. Oh. Oh. Ein bisschen lockerer als beim letzten Mal. Habe ich was von lockerer gesagt? War doch ein Vogel, ich habe ihn gesehen. Nein. Dann machen wir mal Schaden beim Großen. Die Vögel. Auf. Oh. Hör auf. Oh. Da wird wieder viel gerollt. Oh, Moni. Sehr schön. Und die Vögel sind schon da. Zwei auch noch. Okay. Oh. Weg mit dir. Sehr schön. Ist mir auch so schwierig. Alles, was fliegende Gegner sind. Ach, oh, okay. Da haben wir wieder ein Monster, das geklitscht ist. Können wir noch schnell ein Gruppenfoto machen? Oh, nee. Nee. Summit's cleared, but the entrance is collapsed. Damn. You'll need to find another way in. Schuss drauf. Oh, auch nicht. Über Faust geben. It's starting to lose feeling in my toes. Brr. Could always hop in some lava. Expect that to pick me up real quick. You know, I could probably survive that. It wouldn't be as pleasant as you make it sound. Jetzt, wo ich das gerade spiele, ich glaube, ich hätte noch eine Schwierigkeit weiter raufgeben können. Obwohl das erste Level mit den Vögeln dann wieder ganz nervig wird. Aber ich will nur nicht wieder aus der Map geschossen werden. Noch so einer.
Der Teil war auch schwierig, wie zwei noch pusht haben. Das schaut nicht gut aus für ihn. Ja, bleib mal stehen. Solange ich rolle, passt alles. Oh, ich doch nicht. Mal nur kurz Muni. Ah. Die nächste Welle kommt bestimmt. Er ist schon da. Burn, Baby, burn. Okay. Oh. Jetzt kommen es doch schon ein bisschen zu nahe alle. Immer wichtig, die Kleinen bei mir mit der Shotgun zu vernichten. Weil die schöne Minen droppen, wenn ich sie kill. Oder Granaten. Ich hab's doch so ein Call of Duty Perk. War nicht Last Stand in Modern Warfare 2, wo man Granaten droppt. Martyrer, das war's. Ganz nervige Szene, aber genau das macht die Shotgun. Die Gegner kills. Und Granaten für die anderen Gegner runter. Jetzt schaffe ich's, ja. Oh, da ist so einer. Komm. Großen mal schnell weg. Ich schaffe meine Fähigkeit zu poppen. Auf nichts zu poppen. Okay, weiter drücken. Durch die gefrorenen Tiefen durch. Wo die Zehen abfrieren. Und wahrscheinlich andere Körperteile. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Das dauert wieder lang. Schluss sind dann glaube ich zwei oder drei in den langsamen Teilen Monstern gedroppt. Die dann aber doch ziemlich nervig waren. Ist man, wenn so eine Aufgabe ist, ein Objective ist, bin ich froh, dass sie den Timer entfernt haben. Oh, sind das zwei? Waren zwei. Aber sicher. Ich habe eine kurze Monster-Umarmung gesehen. Hört ihr das Geräusch überhaupt? Das ist Lava. Lavastein. Sie daraus Feuersteine machen, zum Entwickeln für Pokémon. Eine weiter hergeholte Theorie. Was mit der Muni aus? Wenn die kleinen Droppen mehr haben was. Wir sind ja auch eher nur Kanonenfutter als ne. Gefahr, mich zu killen. So wie die Froschdinger da. Was das auch immer sein soll. Frosch, Maulwurf. Mischung.
Schöner Hupfer. Oh. Jetzt die großen. Hm, noch nicht. Aber ich sag, wir wählen es ein bisschen zu viel. Dann wären wir drei schon lieber gewesen. Viel, viel lieber. Ob das war keine gute Idee, dann nachladen. Das Magazin versaut. Ja. Oh. Land noch mehr. Schön. Vielleicht Muni holen, wenn wir schon da sind. Und weiter Runden laufen. Jetzt kommen die langsam einen großen in der Lava drinnen. Da werden wir gleich einen attackieren. Yep. Yes. Sehr schön. Oh, da ist der Freezing Laser. Da wird wieder gerollt. Aha. Und Freezing Laser. Wow. Noch ein paar große hin und dann holen wir uns den da drüben. So. Da wird nichts eingefroren. Außer meine Zähne vielleicht. So, daneben. Kommt nicht mal rein, na. Da mal rein, da kommt er mehr. Und alle ist. Der hat ja gar nichts drauf, der Junge. Ach, wahrscheinlich sollte ich nicht mit Dialekt reden. Ich weiß von Deutschen, dass ich schon schwer genug manchmal zu verstehen bin. Oh, was für eine schöne Überraschung. Was fliegen das da? Nein. Und jetzt kommen die Spinnen. Da gibt es einen Spinnenboss, den ich damals nicht mehr miterlebt habe, weil ich nicht so weit geschafft habe. We called little fuckers like these back on Earth. Are they dangerous? Oh yeah. One half of every married couple was trained in disposing of them. Outro, das Planet schaut ja gar nicht so schlecht aus, wenn es da keine Spinnen gibt. Oh, fliegen da. Wo sind sie? Jetzt weiß ich, warum ich gestorben bin. Ein Giftadler. Oh. Boah, komm, lass mich raus. Muss Fliegenden zerlegen. Oh, sehr schön. Oh, kommen wir ein paar.
Immer mehr mit ihm gestolpert. Das ist ein bisschen eng hier. Echt zu cool. Oh. Dann mach mal einfach weg. Und schau mal, was da weiter abgeht. Die Flinten haben mich letztens zerlegt. Eindeutig. Wo ist der Port? Und was das fliegt? Das, was fliegt, das auch zuerst kriegt. Sicher, die werden mir den Spinnern Boss geben. Wenn es in der Kampagne auch gegeben hat. Hopp. Nice, nice Freeze. 3. Hopp. Nochmal. Sehr schön. Und mich wieder gefreezt, ja. Mit Boni aus. Gut, gut. Ob der will mich wieder freezen. So, jetzt geht's mal richtig da drinnen ab. Ja, das war eine blaue Party. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt. Weil zwischendurch ist so chaotisch. Und nicht mal viel mehr mitkriegt. Oh, nur noch du, Kleiner. Das ist ja ganz wehrlos. Die anderen machen ja auch nichts. Boss. What's the state of the equipment in there? Geothermal stuff ranges from salvageable to put me out of my misery. Value to replace it all though. That's better than I expected. Yeah, put me out of my misery land. Sehr schön. Erlöse mich von diesem Dreck. Grob übersetzt. Yep. Spinne. And along came a spider. Glaube ich, so ziemlich der ganz gleiche Bossfight. Dann gehen wir mal ein bisschen drauf schießen. Ups. Das war einfach nur im Kreis rennen und schießen. Ein bisschen rollen. Dann irgendwann sind immer die kleinen Spinnen gekommen. Für Muni zum Nachholen. Ah, da hinten. Das wird doch ausgenutzt. Oh. Okay. Ich muss kurz Muni holen. Und das ist eine Attacke. Das hat doch keinen Sinn. Also die Kleinen. Mehr Angst vor mir haben.
Oh, oh, fliegender, fliegender. Oh, so viele. Kommt schon, das ist nicht fair. Oh. Vielleicht vergiftet auch noch. Ach komm. Fliegenden sind neu. Oh, kam mehr am Haar. Ja, die Attacke macht viel. Weiter damit. Liegen da. Komm. Nein, wo ist er? Wo ist er? Er wehrt sich. Noch ein Fliegender, ja. Oh, ich hasse die Dinger. Komm. Noch einer. Und noch einer. Die müssen echt nicht sein da drin. Ah, Schwanzattacke. Ah. Blitzattacke meine ich. Aber wird auf jeden Fall, wenn wir uns die Munition, die Spezialschussmunition. Die Fliegenden aufbehalten. Au. Brauche ich mich mit den Kleinen gar nicht beschäftigen. Wo ist sie hin? Da ist sie. Will mal schon auf die Mama. Ich, ja, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, man erkennt nicht mehr, was gerade los ist. Aber alles schön rot. Oh. Ich bin angenehm warm hier drin. Das Platz ist geklärt und der Pot ist sicher. Du kannst Leute beginnen, die hier zu frieren, anstatt von ihren Mördern von ihren fellow Mann. I think we can do better than that, thanks to you. Who died and made you an optimist? Half a valley of insurgents, if you must know. Stay in touch, Outrider. Don't get killed out there. Ja, werde wahrscheinlich sterben. Dann wieder beleben. Also, ansonsten, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.